Angst und Schrecken im Ruhrgebiet. Hier nimmt die Polizei den Mann mit der Machete fest. Ahoi, meine Lieben. Am letzten Samstag hat ein wieder einmal polizeibekannter Syrer bewaffnet mit Messer und Machete. Er steigt mit einer Machete aus dem Wagen aus, soll damit auch Menschen bedroht haben. Bekleidet mit einem sogenannten Palästinensertuch und einer palästinensischen Flagge zwei Wohnhäuser angezündet. Er verletzte dabei 30 Menschen, davon 8 Kinder schwer, 2 schwebten sogar in Lebensgefahr. Dann rammte der 41-Jährige 2 Geschäfte der Familie des neuen Freundes seiner Ex-Frau mit seinem Transporter. Schließlich wurde er von Anwohnern gestellt und der Polizei übergeben. Soweit, so schrecklich. Aber irgendwie anders als sonst, nach solchen Terrorakten hören wir ziemlich wenig, so lesen wir ziemlich wenig in den Mainstream-Medien. Und der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, und auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen versuchten ebenso wie eben auch die Mainstream-Medien den Amoklauf herunterzuspielen. Reul von der CDU sprach vom Werk eines Mannes, welcher möglicherweise die Trennung seiner Ex-Frau nicht verkraftet hat. Tja, sicherlich hat er sie nicht verkraftet, das kennen wir, Stichwort Ehrenmorde, aber dann brauche ich kein Palästinensertuch, ich brauche auch keine palästinensische Flagge, ich muss nicht mehrere Häuser anzünden, über 30 Menschen verletzen, muss ich alles nicht, gibt andere Möglichkeiten. Gut, geradezu zynisch mutete die Reaktion von Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Es zeichnet sich ab, sagte sie, dass die Anschläge in Essen ein weiterer schrecklicher Fall von Partnerschaftsgewalt sind. Wir müssen Frauen und ihre Kinder mit dem Gewalthilfegesetz besser vor Gewalt durch Ex-Partner schützen. Tja, meine Lieben, ja, es ist richtig, auch Deutsche drehen manchmal durch nach einer Trennung, meistens sind es die Männer, aber auf so eine Art und Weise habe ich noch nicht gehört. Also das jetzt wieder zu vermischen und so runterzuspielen, es zu einer stinknormalen Beziehungstat zu machen, ja. Lasst uns darüber ein bisschen sprechen und dann begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Wir hatten übrigens am Samstag in Essen direkt einen Reporter vor Ort. Ich melde mich heute aus Essen-Katernberg, dem Herzen des Ruhrgebiets. So etwas und vieles, vieles mehr, was wir sonst noch so machen, ja nicht nur hier, überall in den sozialen Netzwerken, kostet viel Geld. Dieses Video übrigens von dem Kollegen Guido Reil hat über 300.000 Klicks erreicht. Davon könnte man so etwas finanzieren, wenn wir nicht von YouTube demonetarisiert werden. Deshalb, wenn ihr ein bisschen was überhaupt, meine Lieben, schaut mal in die Infobox rein und unterstützt uns ein bisschen. Vielen Dank. Die linksgrünen Redaktionsstuben nahmen diese Stichworte aus der Politik natürlich dankbar auf. Daher hätten wir das Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, das titelte Tatverdächtiger hat wohl Trennung nicht verkraftet. Zeit Online nannte einen Ehestreit als Tatmotiv und die ARD Tagesschau, man kann ja heutzutage schon dankbar sein, dass sie überhaupt berichtet hat, schrieb oder sagte, Brände in Essen wegen Trennung von Ehefrau gelegt. Selbst die Bild-Zeitung, die ja normalerweise bei solchen Taten schon auch die Wahrheit schreibt, entblödete sich diesmal nicht und nannte als Motiv abgrundtiefen Hass wegen verschmähter Liebe. Auf der Netzseite vom Deutschlandkurier schrieben wir dazu, könnt ihr übrigens auch gerne mal reinschauen, Link hier drunter. Dabei ist all dies der konzertierte politisch-mediale Versuch, ein brutales islamistisches Verbrechen als eine Beziehungstat darzustellen, wie sie auch sozusagen in den besten deutschen Familien vorkommen könnte. Tatsächlich aber ist Essen nach Solingen der zweite islamistische Anschlag in Nordrhein-Westfalen innerhalb weniger Wochen, nicht mehr und nicht weniger. Denn die Bluttat von Essen folgt ganz klar einem islamistischen Weltbild, nachdem die Frau Besitz ihres Ehemannes ist. Verstößt sie gegen diese Grundregel, dann ist sie quasi vogelfrei. Fazit: Die Umdeutung des brutalen islamistischen Terrors in eine quasi emotionale
Affekthandlung ist aus zwei Gründen brandgefährlich. So wird erstens versucht, islamistische Gewalt als legitimes Mittel männlicher Leidenschaft fast schon zu entschuldigen. Und es wird zweitens abgelenkt von politischen Versäumnissen, die dazu geführt haben, dass Islamismus seit Jahren toleriert wird und sich ermunternd fühlen darf. Meine Lieben, dem ist nichts hinzuzufügen. Heute rein, macht weiter und bis später.